Hallo, ich bin der Vinci, ich bin euer Legoland Kinderreporter. Ich will mir heute mal das Legoland Feriendorf hier anschauen. Ich weiß vielleicht, dass man hier übernachten kann, aber noch lange nicht, was es hier alles gibt. Dazu treffe ich jetzt die Tina und die wird mich hier herumführen. Hallo Vinci. Hallo. Was werden wir uns denn alles angucken? Also wir werden jetzt ins Housekeeping-Lager, ins Wäschelager fahren und werden uns die Sachen abholen, die wir zum Vorbereiten des Geburtstagszimmers benötigen. Und dann? Und dann fahren wir zum Zimmer und schmücken und bereiten für das Geburtstagskind alles vor. So, hallo. Alles bereit für das Geburtstagszimmer? Genau. No. Prima, vielen Dank. Woher wisst ihr denn, dass ein Kind Geburtstag hat? Das haben uns die Eltern vorher schon gesagt und die haben dann eben auch dieses Paket bestellt für ihr Kind. Gibt's denn hier auch Zimmer? Ja, wir haben hier in der Königsburg natürlich auch Zimmer. Und dann haben wir hier oben noch zwei Stockwerke. Da können wir uns, wenn du möchtest, gleich mal eins anschauen. So. Also, ich sehe jetzt gerade eben Tapeten und einen Fernseher, großes Bad, Schränke, Hochbetten. Mal ihre Ruhe haben möchten. Also da ist jetzt auch Lego an den Wänden. Man sieht hier jetzt gerade eben die Drachenburg und die Ritterburg. Und der soll offensichtlich gerade eben nicht gestört werden. Was muss denn alles gemacht werden, wenn sie weg sind? Also eigentlich alles. Wir tun die Betten abziehen, frisch beziehen, wir tun abstauben. Also von oben nach unten, sage ich immer, von links nach rechts, von hinten nach vorne. Also wir schauen immer, dass alles picobello ist. Also wir schauen auch in die kleinsten Ritzen, in die kleinsten Ecken. Interessant. Was kann man denn eigentlich alles im Feriendorf machen, mal außer übernachten? Also, man ist ja tagsüber meistens, wenn man hier übernachtet, im Park, im Legoland also. Und wenn man dann am Nachmittag zurückkommt, haben wir hier zum Beispiel einen ganz schönen Strand, wo man sich aufhalten kann. Wir haben einen Hochseilgarten, wo man klettern kann. Bei uns kann man natürlich auch essen. Wir haben einige Restaurants, eine Bar auch. Und einkaufen kann man natürlich auch. Was willst du mir denn jetzt zeigen? Jetzt zeige ich dir ein Fass. Aber ein ganz besonderes Fass, nämlich ein Fass, in dem man auch übernachten kann. Was? Ja, wir haben Fässer, in denen kann man toll übernachten. Wie viele Leute können denn hier übernachten? 4 Personen können hier übernachten. Gedacht ist es so, dass die Kinder hier schlafen, hier und auf der anderen Seite. Und das Gepäck, was die Leute dabei haben, können sie dann hier unten unterbringen. Da gibt es so eine kleine Höhle und dort kann das dann reingeschoben werden. Also wenn ich das alles hier jetzt sehe, dann denke ich mir schon, dass wir vielleicht nicht alles verraten.